Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute begleite ich euch mit dem Mikrofon. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir machen gemeinsam heute einen Eichhörnchen-Handyhalter. Du benötigst dafür ein bisschen Alufolie, altes Polymerklee wie zum Beispiel Fimo, Sculpi oder Primo. Dies formst du dann zu einer großen Kugel. Super, jetzt einschlagen in Alufolie. Fertig ist der Burrito. Jetzt einfach umschlagen und wieder zu einer Kugel formen. Fest zudrücken. Wirklich fest zudrücken. Richtig fest zudrücken, bis es steinhart ist. Okay, wunderbar. Jetzt habe ich Schokobraun mit Opal von Primo zusammengemischt. Das heißt, wir haben kleine Glitzerpartikel im Fimo mit Primo. Okay, ihr seht schon, ich bin es nicht gewohnt, mit dem Mikrofon zu euch zu sprechen, aber es wird sicherlich lustig. So, das hier ist eine hellgelbe Farbe. Also kein Weiß. Achtung, Achtung. Attention, Attention. Hellgelb. Okay, es wird ausgerollt. Und Achtung, hier benutze ich den Kreisausstecher nur auf der vorderen Seite. Seht ihr? Nicht komplett. Den unteren Rand schneidest du halbrund zu. Du kannst natürlich auch ein Skalpell nehmen oder einen Cutter. Hier verwende ich eine Malerspachtel, um den Rand noch wegzuschneiden. Und jetzt noch einmal den Ausstecher, damit ich wirklich gerade, runde Ränder habe. So, und jetzt kommt ein weiterer Teil in hellgelb. Du siehst schon, einmal ausgerollt. Und jetzt biege ich die Ränder nach oben. Oben und unten. Das wird sozusagen unser Mund. Jetzt fallen wir in ein schwarzes Loch. Und weiter geht die wilde Fahrt mit einem langen Strang. Ich halte ihn noch etwas dicker und oben schneide ich ihn einfach ab, richtig rustikal, denn dort kommen die Zähne hin und es muss nicht perfekt aneinander abschließen. Wir zupfen es noch zurecht wie ein kleiner Monk. Und während ich hier alles zurecht zupfe und zupfe und zupfe, kann ich ja ein wenig ASMR ausprobieren. Wie ist das so? So, die Reise geht weiter. Wir benötigen jetzt weißes Fimo bzw. leicht transluzentes Fimo, durchsichtig also. Ich habe hier schon zwei unförmige Rechtecke vorbereitet und schneide jetzt ganz einfach den Rand weg. Sie sollen ja an der Oberseite gerade sein. Du kannst es ruhig etwas quer abschneiden. Und jetzt schneide ich das erste Rechteck bereits in der Mitte durch. Und ich weiß, es konnte niemand ahnen, aber es werden die oberen Schneidezähne. Das gleiche machst du mit den unteren Schneidezähnen. Einfach ankleben. Jetzt formen wir ein Gaumenzäpfchen. In Rot natürlich. Einfach wie einen Tropfen formen und an der oberen Seite der oberen Schneidezähne in der Mitte andrücken. Weiter geht's mit der Zunge. Hierzu rolle ich etwas rotes Fimo aus und schneide mit einem runden Ausstecher vorne einen Teilbereich weg. Siehe da, eine Zunge ist entstanden. Mit einem Cutter oder einem Zahnstocher kannst du hier noch einen Zungenspalt machen.
Und jetzt platzieren wir sie einfach in der Mitte des Gesichts. Oder fast in der Mitte, eigentlich im weiteren unteren Bereich. Wenn du das gemacht hast, kannst du mit einem Zahnstocher oder einer Nadel oder einem spitzen Tool ein paar kleine Löcher noch machen. Und fertig. Weiter geht's mit unserem Eichhörnchenkopf. Ich verbinde nun die zwei Teile, die braune Kugel, die braune Opalkugel, mit dem hellgelben Teil und unserem Mundstück. Für die Nase verwende ich wieder unsere braune Opalmischung. Ich forme sie ein bisschen wie ein Dreieck. Nun kommen wir zu den Ohren. Hier habe ich mir nicht allzu viel Mühe gegeben, muss ich ehrlich gestehen, da ich mir nicht sicher war, ob ich wirklich beide Ohren behalten möchte. Wer sich noch schwer tut mit dem Verstreichen, kann zum Beispiel Vaseline verwenden. Mir hat es zumindest am Anfang sehr geholfen. Hier sieht man nochmal sehr gut, dass ich es im 90-Grad-Winkel abgeschnitten habe, damit es unten etwas dünner ist und somit einfacher zum Verstreichen. Ja, was soll ich sagen? Mir wurde die Entscheidung abgenommen, das Ohr ist gebrochen, ich musste es nochmal kleben. Eigentlich habe ich jetzt schon keine Lust mehr auf dieses Ohr. Und somit beschloss ich, dass ich es mit Olivenöl einfach mal einreibe und schaue, wie es auf mich wirkt. Ist übrigens mein neuester Geheimtipp, bitte nicht weitersagen. Übrigens auch mega gut, wenn du es vorher zum Beispiel irgendwie schleifen musst oder, etwas wegschneidest und es dann weiß ist im Untergrund. So genial, wenn du einfach Olivenöl drauf reibst, dann sieht es aus wie neu und lackiert. Es ist so fein, wirklich. So, ihr werdet es nicht glauben, jetzt kommen Fake Lashes. Ich hatte nie zuvor Fake Lashes im Gesicht, aber mein Eichhörnchen übernimmt diesen Job jetzt für mich. Ich klebe die Lashes übrigens mit Bastelleim an. Sehr unprofessionell. Also im Nachhinein würde ich sagen, Sekundenkleber ist sicher die bessere Variante. So trocknet er es wahnsinnig langsam. Für getrocknete Blüten eignet sich Bastelleim hingegen wieder sehr gut. Ich habe mir im Vorfeld die Blüten dann einfach mal angeordnet und mal geschaut, was mir am besten gefällt und wie sie am besten darauf aussehen könnten und habe sie dann auch gleich mit Bastelleim angeklebt. Auf der roten Zunge würde ich im Nachhinein keine Blüte mehr setzen, schon gar nicht eine dunkle, denn mit dem späteren 3D-Lack darauf sah man die Blüte eigentlich kaum noch. Jetzt kommt mein Vincent van Gogh-Moment. Ihr habt es alle geahnt und befürchtet, wir brauchen kein linkes Ohr. Es wird eine Eichel. Ach ja. Bei mir muss es immer irgendwie etwas schräg werden. Anscheinend geht normal bei mir nicht. Die Eichel hat übrigens wunderbar gehalten mit dem Bastelleim. Tada! Es ist vollbracht. Gefällt es euch? Hier noch mit 3D-Lack in glänzend. Mir gefällt das Eichhörnchen nun sehr, sehr gut und ich bin super zufrieden. Wie gefällt es euch? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn euch das Video in dieser Form mit meiner Stimme gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like und ja, würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Danke dir fürs Zuschauen. Tschüss.